Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hoffentlich zu einem weiteren Banger. Get a choice of powerful items, Yumizumzone. Boah, Yumizumzone ist aber auch boring, ne? Okidoki. On Forge, randomly on either stage 2-5 or 3-5 gain an artifact anvil. Okay, okay. Da haben wir ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen was am Start. Wir spielen weiter Ulf und versuchen weiter natürlich irgendwie für coole Comps zu gehen. Shurima hat es mir aber gerade sehr angetan, muss ich sagen, ne? Ich hatte gerade einen guten Dude in meiner Runde, Tam Kench als Legend, und stellt sich auf Sumpfding ohne Zinsen. Ein Macher. Weiß nicht, vielleicht eine schöne Runde in Voka mal, aber ist auch schon sehr bad, ne? Also man kann es halt sehr gut über Nico spielen. Was ist Tal? Eis. Oh. Könnte was sein, könnte was sein. Sowas. Dann nehmen wir einen der AP-Trades. Ich meine, wir haben Uri-Pair, Maisa-Pair. Ist halt aufzustellen, wäre vielleicht noch cool gewesen, ne? Aber war jetzt auch nicht so ganz im Bereich des Möglichen. Ich dann trotzdem einfach Ishtal. Ishtal 4. Items sind halt schon eher bad, muss man sagen. Aber der Rest könnte passen. Aua. Ich habe einfach mein ganzes Line-Up gewonshottet. Okay, jetzt habe ich aber einen ganz guten Sorcerer-Start hier, den ich vielleicht auch einfach ins Ziel bringen sollte. Ist halt nur schwer, eine Frontline zu finden gerade. Das ist dafür aber wenigstens auch richtig schwer. Und wir können halt eigentlich keine Items slammen. Bei Heroes wird Titans, Heroes wird Gunblade. Heroes wird, weiß ich noch gar nicht, vielleicht ein Morellus oder so. Aber generell, Nico ohne TF zu spielen, wird schon hart. Boah. Ja, der Sorcerer-Start sah juicy aus, aber einfach keine Frontline, ne? Wir haben drei Pairs. Könnt ihr jetzt noch mal was in die Richtung hitten? Das wäre gar nicht so bad. Das ist natürlich jetzt ein sehr guter Hit.
denke, das ist es, ne? Oh, yes, baby. Yes. Müsst ihr jetzt schon mal gucken, wo das nächste Steilfeld ist, da. So, generell ganz schön crazy Variante hier, ne? Prince of Noxus, danke dir ganz herzlich für dein Subscription. Ja, tatsächlich muss ich sagen, ich habe Nico selber gar nicht so viel gespielt. Tuni hat das unglaublich viel gespielt, als ich Multicaster gespielt habe. Weil das immer ein sehr, sehr guter Fit war, weil wir dann beide so auf 2 und 3 Gold Units gerollt haben. Das war schon sehr, sehr nice. Ist halt die Frage, ob man wirklich einfach für Ishtar 4 gehen darf. Weil Ishtar 4 sagt halt, upon freezing, nearby enemies take 35% of their max health as true damage. Das kann schon gut sein, ne? Ist ja hier am besten. HP für Gunblades. Armor für Titans. AP, ne? AP brauchen wir öfter. Didn't work. No problem. Damit ich Ishtar 4 spielen kann, muss ich dann halt natürlich Qiyana spielen. Du bist mit Wood sehr gut spielbar, ja, aber mit Eis ja. Das ist ja gerade. Oh, was kriegen wir? Ah ja. Damn, Son. Wird ja ganz geil sein, ne? Nein, das war for sure nicht die beste Lösung. Was wäre das Beste gewesen? Ich weiß es nicht. Just really don't know. Der Malzar 2, den ich gesellt habe, wäre das Beste gewesen. Ja, Nico, ehrlicherweise, ihr Team schon ganz schön verraten. Krass. Er hat auch wirklich ein krankes Line-Up. Muss ein bisschen billiger werden. Und im Best Case gleichzeitig auch stärker. Awkward. Aber vielleicht das Beste, was ich machen kann. Oh no. Ah nee. Der wird mich ja nicht die ganze Zeit contesten, ne? Er spielt das ja nur early. Oh Gott. Ich bin einfach trotz Eisfeld fast gewonshottet worden. Sind wir auch nicht jeden Tag. Ja, ist jetzt leider so ein bisschen lose, win, lose, win, lose. Nee, warte mal. Win, lose, win, lose, win gewonnen. Ich denke, man darf mir aber die Karma trotzdem nicht sehen, ne? Weil die kommt auf 6 dann schon dazu. Nicht so einfach. Kann man eigentlich Carry Karma noch spielen oder Karma Carry? Kurzzeitig würde ich sagen ja. Aber tatsächlich in diesem Setup mit am besten. Also hier fungiert Karma so ein bisschen als Carry. Ansonsten mit einem Vanquisher-Emblem kann man da immer mal so ein Auge drauf haben. Vanquisher kann man mit Blue Buff haut schon rein. Aber meistens spielt man sie mittlerweile einfach Static oder Morellos. Einfach irgendwas, was dem Team hilft. Sie selber ist da jetzt eigentlich nicht mehr so im Vordergrund. Wait, woher kam das Gold noch? Ja,
Ich habe wirklich Malzer statt Cassio mitgenommen. Da ist schon gut treu. Wir haben Reforger. Das sind leider echt nicht die besten Items. Ich würde am ehesten den Giants Bait reforgen. Selbst Spirit Visage ist natürlich ein bisschen besser auf Units, die wirklich viel AP haben. Nico kommt eigentlich eher über die eigenen Resistenzen. Aber ich dachte mir, gerade während sie in diesem Eis ist, kann sie sich ja auch heilen. Das müsste ja eigentlich ganz witzig sein. So, die Frage, ob es witzig ist oder gut. Bisschen 4 gleich zu spielen, scheint mir der beste Weg. Oh, Morning Light ist sehr, sehr geil. Poppy 2 dadurch auch, Soraka 2. Ja, und jetzt gibt es 2 Plays. Entweder 4 Bastion, das spielt man so. Oder man spielt das für 4 Invoker. Bin aber eher ein Bastion-Believer. I believe in Bastions. Okay, das ist jetzt eher so verschlimmbessert. Man könnte natürlich auch Milio für Cassio spielen und dann hier jetzt schon Ishtar 3. Ich habe gerade Nico mit Wood, Targon, Heart of Heart rumgespielt. Bonka, bonka. Ja, ist schon sehr, sehr strong. Ich glaube, man spielt ja immer 4 Bastion, allein wegen Morning Light. Ne? Das bufft ja die Bastion-Units und dann ist 4 Bastion immer besser. Ist ja ein sehr ähnliches Setup zu unserem, was er hat, ne? Und da beide Seiten keine Heal Reduction haben, wird es in Overtime entschieden und in Overtime verlieren wir einfach. Das ist ja awkward. Oh, boy, wir haben Eis. Ne. Schon kacke, wenn du verlierst mit so einer Comp. Ist ganz schön krass, oder bist du es einfach nicht? Aber wir haben auch einfach keine Items, ne? Aber wir sind auf jeden Fall contested. Ja. Oh, wir sind zweifach konnte. Naja, wobei der muss eigentlich immer noch aus dem Spot raus. Der geht dem Massia 7. Ja. Nee, Giant Slayer ist nicht gut genug. Mit der ersten AP hier gerne Gunblade bauen. Ich glaube, Gunblade Nico löst viele Probleme von uns. Ist Eis irgendwie genervt worden? Unter 30% Health kommt mir so super late vor. Es wirkt manchmal so, als könnte die gebürstet werden. Weil ich immer so dachte, was die Identität von Eis ist, dass es nicht passiert. Ja, und jetzt kann man entweder auf Level 6 rollen, damit man Soraka 3 secured, oder man rollt halt auf Level 7, damit man Nico 3 secured. Auf beiden Leveln rollt man auch ganz gut auch noch für die anderen Units mit, also so ist es nicht. Es gibt Double AP im Karussell, das ist nice. Es gibt einmal AP im Karussell und das ist nice. Es gab einmal AP im Karussell und das war ganz nice. My bad. Man nimmt hier Tier. Ja, Archangel und ein anderen Item. Wie wäre sonst BT Nico? Ja, kann man spielen. Aber Gunblade ist schon deutlich, deutlich attraktiver. Ja, wären wir viel stärker auf 7? Lass mal überlegen. Wenn wir so spielen, ne? Mit Qiyana auf 7.
Noch dazu. Klingt schon deutlich besser. Haben wir auch eine Chance, Shen zu hitten? Ah, ich hätte Trainer auch nehmen sollen wegen Static alleine. Ich habe immer noch kein Static. Ist schwer. Diese Sonya Samira ist aber auch mein Endgegner, ne? Ja, es ist weiter Win, Lose, Win, Lose, Win in jeder Stage. Das tut schon echt weh. Jetzt wird er gepinkt. Der Demacia Sign und der Demacia Aatrox auf Level 7 mit 30 Gold left. Ja, gut. Also der hat auf Level 7 einfach ein bisschen gerollt, nicht All-In oder sonst was, und hittet einfach zwei Legendaries auf Two-Star. Ja, auf Two-Star. Mit zwei der Masse-Emblem. Okay, nachdem ich gemeckert hatte, haben wir jetzt unseren Win-Lose-Streak abgebrochen. Und stattdessen einfach verloren. Da er jetzt Platz schaffen, ne? Also den Platz schaffen, um ein bisschen bessere Units aus diesem Drop kriegen zu können. Wir haben auch immer noch kein Taric. Was ein Riesenproblem ist. Nein. Oh mein Gott, report me. Die Unit nicht mitgenommen. My bad. That's pretty rip. Okay, Red meint's gut mit mir. Right, meint es dann doch ganz gut mit mir. Ich habe leider die Qiyana nicht wiedergefunden, die ich kurz davor gesellt hatte. Na gut. Die wird halt leider einfach Mordekaiser gehittet. Superior Player, muss man respektieren. So, er hat jetzt, okay. Also er hat auch Aatrox gehittet. Das ist gar nicht der, der Aatrox gehittet hat, sondern der andere, der Master-Spieler, hat jetzt auch Aatrox gehittet. Nee, das ist der. Der hat den Zeigen gesellt, weil er Morde gehittet hat. Mensch. Das war eine gute Runde. Ach du Scheiße. Das ist es wahrscheinlich, ne? Roll the Dice ist auch ganz geil. Ich glaube, ich spiele lieber Golden Ticket. Für was kann ich die spielen? Ich kann die für gar nichts spielen, ne? Taric's Gold, ja. Ah, deswegen spiele ich auch die ganze Zeit Poppy, ne?
Schon sehr irritiert. Bisschen Panik auf der Bank hier. Ich kann halt einfach nicht Qiyana spielen. Aber dann hätte ich sie natürlich auch nicht tustern dürfen, weil das schon relativ teuer ist. Wir sind auf 8 Sorakas, 2 Shens und 6 Nikos, 6 Milios. Das ist für gewöhnlich nicht so juckt, aber mit dem Ishtar plus 1 hätte ich schon Bock drauf. Zumindest die anderen Boards werden halt sehr maxed out sein. Ne? Also Slayer 6, Demacia 6, haben wir jetzt alles schon gesehen. Jeder spielt Mordekaiser, jeder trifft Mordekaiser. Wir müssen über unser Golden Ticket halt sehr früh unsere Comp fertigstellen, um dann HP-Puffer zu haben, um zu gewinnen. Aber es geht tatsächlich nicht. Ja, ist jetzt sehr awkward, aber es ist hier auf jeden Fall Nico. Static Soraka ist schon sehr bad, aber ich habe mich dazu entschlossen, das hier zu machen. Das war nicht richtig. Das müsste auf Shen. Dann habe ich mehr Tank-Items vorne. Ich könnte auch Karma nochmal sellen, actually. Ich glaube, sie mattert nicht. Na gut, sie hat aber auch einen Rabadon Static Roll, ne? Awkward Spot. Auch einfach nur, weil ich ein Awkward Player bin. Shen 2. Wir werden dafür belohnt, obwohl es alles nicht gut ist. Ich spiele lieber Kassadin 3 als Karma 3 hier. Ich glaube, es ist tatsächlich mit Morning Light macht Kassadin 3 mit einem Eisfeld. Traue ich dem eine ganze Menge zu. Er hat auch ganz gute Matchups so gegen Nila und die ganzen Leute, die halt über Autotext kommen. Ist ja mit seinen Disarm schon super annoying. Und ich hoffe, dass das einfach ähnlich übertragbar ist auf Mordekaiser. Weil der kann ja auch nicht Autotacken währenddessen. Medio 3 aufgegeben, das hat mich ein bisschen geärgert. Ich würde das eigentlich nicht machen, aber ich hatte keine andere Option mehr gesehen, leider. Crazy, ja. Good shits. Karma 2 und 1 von Nico 3. Wir haben natürlich auch Golden Ticket. Bruce Banana, ich glaube, ich habe mich gar nicht bei dir bedankt, ne? Danke dir genauso wie Lucretos, der den zweiten Jahr entgegenfiebert. Vergesst Shen hier auf dem Feld. Aber nicht, dass es Kassadin ist. Actually ist Shen einfach so strong, gerade mit Archangel Roll hier. Können wir da eine Menge machen. Das hatte schon sehr toxisch für uns. Aber ist Gott sei Dank einmal um den Block gelaufen und hat dann einmal um den Block gekickt. Würde ich mir als Kassante-Spieler wahrscheinlich schon abfacken. Guck mal auf die Schilder vom Shen jetzt. Ist schon ordentlich, ne? Wir haben immer noch keine Heal Reduction, das heißt, dieser Taric wird hier erst in Overtime killbar sein. Doch dann wehrt er sich noch nach Leibeskräften. Aber maybe sind wir dann doch auf Top 4 Kurs, ne?
Ich würde so gerne Ishtar 4 halt einfach zeigen, ne? Dieser Up-on-Freezing, Nearby Enemies Take, Max-Safe-Damage ist True-Damage, so, das ist halt auch True-Damage, das ist jetzt schon geil. Aber fairerweise muss man sagen, dass es jetzt zu jedem Zeitpunkt besser gewesen wäre, einfach Medio rauszunehmen, stattdessen Cassio zu spielen und dann einfach mit Ishtar 2 durchzurennen. Weil, fairerweise, das Eisfeld jetzt eben für Shen natürlich dann schon huge ist, so. Also, vielleicht scannen wir einfach. Oh, Träne zu kriegen ist huge. Alle guten Soraka-Items haben eine Träne. Mhm. Archangel ist am Start. Nico 3 ist am Start. Junge, was ist denn jetzt los mit meinem goldenen Ticket? Jetzt, wo ich fertig bin, ne? Kaum ist man fertig, kriegt man hier Roll nach Roll. Ui, Nautilus 3, Twisted Fate 3, MF 2. MF reduziert Schilder. Das ist natürlich nicht ganz so geil, das für meine Comp. Aber, wie ihr sehen könnt, ist Nico das sehr egal. Und sie kann den Burst wegen Eis überleben. Und dann turnt sie das. Das Ticket hat richtig Bock. Leider haben die Terex nicht so Bock. Also ich würde jetzt nicht noch für Terex 3 gehen. Sondern stattdessen endlich Ishtar präsentieren. Aber dass wir uns hier nochmal auffrappeln, ne? Die ganze Lobby ist eng beisammen, bis auf ihn. Er kastriert die Lobby. Und ihn, der Demacia 9 hat, mit Sein und Aatrox, easy peasy. Dann hat er natürlich Hedgehunt hinterhergezogen, um Level 9 gehen zu können mit seinem Double Demacia im Leben. Da freue ich mich sehr für ihn. Das ist ja großartig. Okay, das ist der, der 92 habiert mit Mana Zeng, Kaiser. Ach, Nash. Na gut. Habe ich gar nicht gesehen. Das ist auch noch ein kleineres Problem. Aber keine Sorge. Mein Shen hat sich in Rageblade und in Static gerollt. Der ist heute Nash Slayer. Natürlich hat Belveth dann auch einen Carry hinten rausgenommen. Und hat zwei mehr Items und ist deswegen für Nico nicht killbar. Enjoyable! Das ist jetzt einer dieser ganz wenigen Momente, wo man auf Kassadin contestet ist. Gucken wir die Lobby. Die Lobby ist ein bisschen over the top. Steht ja im Titel. Leranta. Huh. Das Eis von meinen beiden Frontliner wurde jetzt geprockt. Es ist ein Krampf, ne? Da durchzukommen. Aber wir sind Top 4. Und das war aus dem Spot echt nicht so easy. Wait, was ist letztes Item für Soraka? Spellcrits. I guess man kann ja garantiert auch das hier spielen, ne? Ja, ich denke, man spielt jetzt hier einfach Ahri. Und Prayed, ne? Ahri Femilio. Ice Out raus. Also den 3. Oh. Invoker 4 kann ich nicht droppen. Na gut. Es ist Soraka mit noch einem Item mehr.
Der ist vielleicht sogar der einzige Schlagbare noch, ne? Wir haben Crown Guard of Shen, das ist sehr, sehr gut. Und wieder sein ominöses Rageblade. Da hat er einfach mal Bock drauf. Oh mein Gott. Der Kassante hat ihn einfach komplett durch alle durchgeprügelt. Und ihn dann vom Bord gekickt. Ich möchte so weinen. Das ist genau die Kassante Div. Die war eben sehr zu unseren Gunsten, muss man aber auch sagen. Der ist vielleicht mittlerweile auch ein Rageblade Aphelios. Der durchaus Aua macht. Hat nicht sollen sein. War trotzdem, glaube ich, ein ganz schönes Comeback. Nehme ich mit als Dirty Banger. Eklig, eklig, eklig.